Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Ihr seid mächtigere Wesen, als ihr denkt. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 4. Mai 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind mit jedem Tag, den wir auf eurer Erde erleben, mehr und mehr ermutigt worden, da wir sehen, wie viele Individuen die dogmatischen Lehren loslassen, um ihre eigene Erfahrung der Realität zu haben. Es ist wahr, dass es einige universelle Wahrheiten gibt, und es ist auch wahr, dass viele Individuen, Gruppen und Texte den Versuch unternommen haben, all diese universellen Wahrheiten zu nehmen und sie in eine Reihe von dogmatischen Lehren einzupassen, denen die Anhänger dieser Lehren dann krampfhaft versuchen müssen, gerecht zu werden. Das ist nicht wirklich das, wozu ihr hier seid. Ihr seid hier, eine persönliche Erfahrung zu machen und daran zu wachsen, und für so viele von euch bestand ein großer Teil eurer persönlichen Erfahrung darin, an dogmatischen Lehren festzuhalten, damit ihr später erkennen konntet, dass die Wahrheit, an die ihr euch klammertet, nicht das A und O der Existenz war. Es war vielleicht die Erfahrung einer Person, die dann im Laufe der Zeit verzerrt wurde, korrumpiert vielleicht, absichtlich oder unabsichtlich. Aber die meisten Menschen haben sich zu irgendeinem Zeitpunkt an etwas geklammert, das außerhalb ihrer selbst existierte. Und jetzt, in dieser Zeit des großen Erwachens, seid ihr dazu aufgerufen, in eurem Inneren nach der Wahrheit des Augenblicks zu suchen, den ihr gerade erlebt. Und diese Wahrheit kann sich von dem unterscheiden, was jemand anderes im gleichen Moment erlebt. Und das, ob ihr es glaubt oder nicht, ist in Ordnung. Wenn die Quelle nur eine Perspektive auf die Realität haben wollte, dann gäbe es nur ein Wesen im Universum. Stattdessen gibt es so viele Wesen, die so viele verschiedene Arten von Erfahrungen machen und auf der Grundlage dieser Erfahrungen so viele verschiedene Schlüsse über die Realität ziehen. Und wir möchten euch sagen, dass sogar diese persönlichen Schlussfolgerungen weggefegt werden können, wenn sie euch nicht mehr dienen. Ihr seid auch nicht dazu da, an euren eigenen dogmatischen Glaubenssätzen und Wahrheiten festzuhalten. Vieles davon holt euch nur aus dem Moment heraus oder bringt euch dazu, einer früheren Erfahrung mehr zu vertrauen als dem, was direkt vor euch ist. Und das war auch nicht die Absicht der Quelle, all dies zu erschaffen. Ihr seid alle dazu bestimmt, eure eigenen persönlichen Erfahrungen zu machen und basierend auf diesen Erfahrungen eine bessere Version der Realität zu erschaffen. Wenn ihr euch einmal wirklich als Schöpferwesen akzeptiert, wird es so viel einfacher, in eurer Welt zu leben und all dem einen Sinn zu geben. Wir sagen also zu euch allen, wenn euch etwas an der Realität nicht gefällt, nutzt es. Nutzt diese Information, um etwas Neues zu erschaffen, anstatt zu versuchen, eine neue Religion zu erschaffen, um zu verhindern, dass diese Sache jemals passiert. Ihr seid viel mächtiger als jede dieser Regeln und jeder dieser Texte, und ihr seid sicherlich mächtiger als jeder Glaube, ob er nun von euch oder jemand anderem vertreten wird. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.